Guten Tag, ich stehe hier mit Josef Grobert, dem Geschäftsführer vom Abfallwirtschaftsverband Leibnitz. Der Abfallwirtschaftsverband Leibnitz ist der Betreiber des Ressourcenparks Leibnitz, den wir hier im Hintergrund sehen. Und der Josef Grobert ist so lieb, dass er uns heute eine Führung durch den Ressourcenpark gibt. Und jetzt würde ich dich als erstes gerne mal fragen, zur Entstehung zum Ressourcenpark, wie ist das Ganze, ein bisschen so die Geschichte zu umreißen, bitte. Der Ressourcenpark Leibnitz ist ein Gemeinschaftsprojekt aller 29 Gemeinden des Bezirkes Leibnitz und hat eine Planungsphase von ungefähr 5 Jahren benötigt. Seit Jänner 2019 sind wir in Betrieb gegangen. Angeschlossen an den Ressourcenpark sind 32.000 Einwohner, die direkt sagen ihre Abfälle zum Ressourcenpark bringen. Aber es besteht für alle Bürger aus dem Bezirk, der Bezirk hat 85.000 Einwohner, die Möglichkeit, hier ihre Abfälle abzugeben. Wir beginnen sozusagen im hinteren Teil des Parks, wo die Abfälle sozusagen zum Abtransport bereitgestellt werden. Werden hier täglich Abfälle abgeholt zum Weitertransport? Oder? Ja, also jeden Tag sozusagen. 4, 5 LKW fuhren. Wow. Ja. Um eine Dimension zu haben, also es sind in Zeiten des nach Corona, wo die Leute zu Hause aufgeräumt haben und dann den Ressourcenpark gestürmt, mit ungefähr 600 Einfahrten pro Tag, haben wir gehabt, 3 LKW fuhren mit Altholz. Jeden Tag? Jeden Tag. Unglaublich. Also ungefähr 36. Dadurch, dass die Leute jetzt in der Corona-Zeit angefangen haben, ihre Keller und Dachböden zu räumen. Richtung. Ja. Hier sind wir im hinteren Bereich, wie gesagt, wo die Abfälle zum Abtransport bereitgestellt werden. Wenn man da sieht, das sind die Kühlgeräte. Okay. Also sind Kühlgeräte. Das sind die Kühlgeräte, die sozusagen zu den Verwertern gebracht werden. Wir haben also sozusagen die Bildschirmgeräte. In Österreich gibt es ja das System mehr oder minder, wo ich schon beim Einkaufen die Entsorgung mitbezahle. Und dadurch hat es den großen Vorteil, dass diese Abfälle nicht mehr so wie früher vermehrt in den Wald entsorgt werden, sondern. Das heißt, die Bevölkerung in Österreich kann, wenn sie Elektrogeräte kaufen, weil die bei uns unter Produzentenverantwortung laufen, zahlt sie schon beim Kauf des Gerätes die Entsorgung mit und kann es hier dann kostenlos abgeben. Richtig. Und wir bekommen ein kleines Entgelt für diese Serviceleistung. Ah, von den Lizenzfirmen? Von den Lizenzfirmen, ja. Bekommt ihr das Entgelt, okay. Für den Service des Sammelns, Aufbewahrens und Weitergebens das sozusagen. Richtig, das Entgegennehmen, das Bereitstellen zur Abholung und dann, ja. Und transportieren tut es aber nicht eher, also es wird vom Entsorger abgeholt. Es wird von einem Entsorger sozusagen abgeholt, richtig, ja. Hier haben wir die Verarbeitungshalle. Wir sammeln am Ressourcenpark 80 verschiedene Fraktionen und vorne in der Sammelhalle wird das Entgegennommen von den Bürgern und hier in der Verarbeitungshalle werden die Dinge bereitgestellt, wenn man hier schaut. PET-Flaschen farblich sortiert. Man benötigt 8 solche Behältnisse, um einen Ballen zu pressen. Wenn man da hinten sieht, sagen so einen Ballen. Der schwarze. Der schwarze Ballen. Das heißt, es wird hier vor Ort im Ressourcenpark werden die PET-Flaschen schon zusammengepresst in Ballen, um sie für den Transport vorzubereiten. Richtig. Das heißt, ich brauche 8 solche vollen Behältnisse. Ich brauche ungefähr 8 volle solche Behältnisse. Die werden dann hineingepresst. Und dann, wie gesagt, hineingeschüttet und dann, wie gesagt, der Ballen ist sozusagen gepresst und ja. Darf ich fragen, was so eine Ballenpresse kostet? Ist kein großes Betriebsgeheimnis, ist ungefähr 17.000, 18.000 Euro. Okay, also mit 17.000, 18.000 Euro kann man sich als Sammelstelle, wäre man schon mit dabei beim. Wären wir dabei, richtig, ja. Interessant. Ja. Ist speziell für solche Ressourcenparks mehr oder minder
produziert in der quasi. Größe. In der Größe, ja. Ich kenne die ganz riesengroßen, die es in den Kunststoffsortierhallen gibt, aber das ist sozusagen das kleine Modell davon. Das kleine Modell, weil es ist so in Oberösterreich, gibt es ja so ähnliche Altstoffsammelzentren, Ressourcenparks, und von dort haben wir das übernommen. Super. Tolle Sache. Wahnsinn. Vielleicht schauen wir uns noch kurz den Hai an, der da geprägt worden ist. Das waren jetzt Folien. Also können alle Arten von Kunststoff gepresst werden in der Presse? Hier werden alle Arten von Kunststoff gepresst, sei es jetzt sozusagen Kanister, sei es Folien, sei es Bettflaschen, Blumentöpfe, alle Arten von. Und wir sortieren das sozusagen in verschiedene Fraktionen, sozusagen farblose Folien, bunt bedruckte Folien. Und wie ist das mit der Bevölkerung? Ist das so gut beschriftet, dass sie das dann auch wirklich schaffen, da die Sachen in die richtigen Container zu schmeißen? Oder müssen Sie oder müsst ihr viel mit eurem Personal nachsortieren? Man kann sagen, zum Großteil wird das sozusagen sehr gut angenommen und auch richtig eingeworfen. Also natürlich muss man wieder schauen und nachsortieren, aber das hält sich in Grenzen, muss man ehrlich sagen. Und wird natürlich jetzt, nachdem wir jetzt schon 1,5 Jahre im Betrieb sind, immer besser, weil die Leute haben sich daran gewöhnt und ja, wissen schon, wie der Ablauf funktioniert. Gibt es hier nur Anlieferungen aus Haushalten oder wird hier auch gewerblich angeliefert? Grundsätzlich sind es Haushalte, aber es gibt auch haushaltsähnliche Gewerbeabfälle, die da angenommen werden. So wie ein Kleinbauer zum Beispiel, ein Nebenerwerbsbauer, der seine Folien bringt oder so? Ja. Okay. Aber also nur in Haushaltsmengen wahrscheinlich und haushaltsähnlich? Haushaltsähnlich, wie gesagt, das kann keiner von mir aus jetzt 100 Liter jetzt Altöl bringen, weil das geht dann nicht. Das heißt, es ist in allererster Linie für die Bevölkerung und höchstens noch für sehr kleine Betriebe. Für kleine Gewerbebetriebe, die haushaltsähnliche Abfälle produzieren. Ja. Danke. Ein großer Vorteil ist von so einem Ressourcenpark gegenüber den kleinen ASZ, die wir vorher gehabt haben, dass wir sozusagen, so wie hier, die Styroporverpackungen direkt zu einem Verwerter bringen können. Und auch in größeren Mengen noch lagern, wie ich sehe. Lagern, ja. Wir brauchen also 80 solche Säcke, damit die Firma das dann direkt abholt. Und woher kommt das Styropor? Ist das rein so zum Beispiel, was man im Internet bestellt und von so Möbelverpackungen und solchen Sachen? Oder? Klar, Fernseher, Möbelverpackungen, also wird immer mehr. Also das ist. Und vor allem heuer zu Weihnachten, also nach den Weihnachten, muss man ehrlich sagen, war die Halle, die Hälfte der Halle voll mit Styroporverpackungen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das haben wir komplett unterschätzt gehabt. Gell? Also auf einmal sind sie uns gestürmt, in 2 Tagen, danke. Gell? Manfred, zu Weihnachten, Styroporverpackungen, habe ich die Halle voll. Das heißt aber, dass ihr eure Bürger im Bezirk Leibnitz schon einmal ganz gut erzogen habt und genug Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, weil es gibt auch Gemeinden, die dann nach Weihnachten damit zu kämpfen haben, dass das alles in der gelben Tonne landet, die gelbe Tonne übergeht, man nicht weiß, wohin damit, vor dem Haus oder in der Siedlung. Und offenbar wissen die Leibnizer und Leibnizerinnen, dass es gescheiter ist, große Verpackungen in den Ressourcenpark zu bringen. Das ist natürlich der Vorteil, dass wir jetzt so zentral so in die Öffentlichkeitsarbeit machen können. Dadurch ist es natürlich eine geballte Information. Also über Gemeindezeitungen, wie gesagt, über Folder, immer wieder über Tageszeitungen, über Wochenzeitschriften, geben wir immer wieder regelmäßig Informationen raus. Und Facebook-Seite. Die Einfahrt an sich ist ja kostenlos für die Bevölkerung. Das wird, oder? Soweit ich das verstanden habe, wenn ich hier hineinfahre über die Schwelle, habe ich da eine Gebühr zu entrichten oder kann ich kostenlos einfahren? Ich kann kostenlos einfahren. Es gibt schon Gebühren, also für gewisse Abfälle, gewisse Kostensätze. Aber der Großteil ist kostenfrei abzugeben. Das wird praktisch über die Hausmüllgebühr mitbezahlt. Genau, es wird über die Hausmüllgebühr mitbezahlt. Wir gehen jetzt in einen überdachten Bereich des Ressourcenparks, wo Fraktionen gesammelt werden, die weniger den Witterungen ausgesetzt sein sollen. Und der Josef wird uns jetzt erklären, was da drinnen alles gesammelt wird.
In der Sammelhalle werden nicht Eismetalle gesammelt, also wie Messing, Kupfer, Aluminium, Nierroster. Es werden also 10 verschiedene Kunststoffverpackungsarten gesammelt, also die PET-Flaschen farblich sortiert, Kanister, Folien, wie gesagt, also in verschiedenen Stretchfolie, farblos, bunt, dann Blumentöpfe. Es ist eine bunte Palette. Vielleicht schauen wir da ein bisschen hinein. Hier haben wir die durchsichtige PET-Flasche. Da haben wir die grünen wahrscheinlich. Grüne PET-Flaschen. Da haben wir die blauen dann. Blaue PET-Flaschen. Kanister. Kanister in verschiedenen Größen, unter 5 Liter, über 5 Liter. Das hat den Grund, mehr oder minder, dass das von der ARA vorgegeben wird, also nach ihren Sortierkriterien. Okay. Da hat sich praktisch der Sammler dann danach zu richten, wie genau. Es die Systeme... Auf den Sortieranlagen wird das auch so sortiert, mehr oder minder, auf den österreichischen Sortieranlagen. Ich sehe die Kapseln, also die Verschlüsse extra. Ja, das hat den Grund, mehr oder minder, wenn man das presst, wenn die Verschlüsse drauf wären, dann würde das Backel wieder auseinandergehen. Ah, damit das Wasser die Luft entweichen kann. Dass die Luft entweichen kann, genau. Da sehe ich hier Eimer. Genau. Kannst du uns vielleicht noch was sagen zur Beschriftung der verschiedenen Container? Gibt es da ein Konzept dazu? Da gibt es ein Konzept. Das haben wir steiermarkweit einheitlich entwickelt. Das heißt, es kann jeder Bürger, wenn er in ein Altstoffsammelzentrum oder in einen Ressourcenpark geht, kennt er sofort, wenn man aufgrund der Tafeln, also von der Farbe her, gelb ist Kunststoff, rot ist Papier, blau sind Metalle, erkennt man sofort, um welche Stoffgruppen es sich handelt. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, in Bezug darauf, dass eigentlich das Ressourcenparkkonzept besagt, dass wenn das ausgebaut ist in der Endstufe sozusagen, und die ganze Steiermark mit Ressourcenparks bestückt ist, dass dann jeder Steirer überall in der Steiermark entsorgen darf. Soweit ich weiß, steht das, glaube ich, in dem Konzept drinnen. Und deshalb auch jetzt vorweg gleich steiermarkweit die gleiche Bezeichnung, damit es da keine Verwirrungen gibt. Richtig, oder? Also wenn ich, also im Bezirk Leimitz ist es auf alle Fälle so, dass jeder Bürger in jeden Ressourcenpark gehen kann. Und dann weiß er sofort, mehr oder minder, so schaut die Sammelhalle aus. Da stehen mehr oder minder die Nicht-Eismetalle, da stehen die Kunststoffe, drüben stehen mehr oder minder die Elektrokleingeräte. Damit man schon weiß, wo kann ich dann meine Abfälle abgeben. Und ich muss nicht herumsuchen anfangen, wo steht jetzt der Behälter für Nierroster, wo steht der Behälter für Bildschirmgeräte. Also da steht ein ganz genaues Konzept dahinter. Also sogar die Anordnung in den Hallen ist der verschiedenen Ressourcenparks, die in Leibniz geplant sind, soll dann gleich sein. Soll einheitlich sein. Unser Plan ist also, wie die Versorgung soll auch die Entsorgung funktionieren. Weil wenn ich einen Spar hineingehe, weiß ich auch ungefähr, wo ich dann meine Produkte kaufen kann. An das habe ich gedacht, wie du das gesagt hast, dass es im Supermarkt ja auch so ist, dass man eigentlich immer eine relativ ähnliche Aufteilung hat, damit man nicht die ganze Halle ablaufen muss sozusagen. Ja. Tolle Sache. Stolz sind wir ganz, muss ich ehrlich zugeben, auf die Sammelstiene der Steiermark-Weinflasche. Flasche, die mit dem steirischen Panther geprägt ist. Das ist eine Mehrwegflasche. Eine Allwegflasche. Eine Allwegflasche, hat das Land Steiermark sie benannt. Ja. Es ist sozusagen eine Flasche, die wieder befüllt werden kann, die Qualität hat, dass man sie mehrfach befüllen kann. Sie kann zurückgegeben werden, auch in Sparmärkten, soweit ich weiß. In Sparmärkten bei den Weinbauern und natürlich auch bei uns im Ressourcenpark. Mhm. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir eine sehr hohe Rücklaufquote bei uns haben. Also. Aber die Flasche, und deswegen heißt sie, glaube ich, Allwegflasche, hat im Gegensatz zu einer Mehrwegflasche im Handel keinen Pfand. Genau, richtig.
Und wir haben einen Partner, der die Weinflaschen abnimmt, reinigt und wieder befüllt. Also. Direkter Weinbauer oder das Weingut oder gibt es da noch Zwischenschritte? Grundsätzlich ist es die Weinbauschule Silberberg, also wo die Weinbauern ausgebildet werden. Der bringt es zu einer Waschanlage, und dort werden es gereinigt, der nimmt es wieder zurück und da wird einfach in Silberberg der produzierte Wein wieder befüllt. Wir gehen jetzt in den Bereich, wo Lithium-Ionen-Batterien bzw. Akkumulatoren gesammelt werden und schauen uns das genauer an. Entscheidend ist bei dem Lithium-Ionen-Akkus mehr oder minder, dass die fachgerechte so entgegengenommen werden. Und hier haben wir eine Übernahmestelle, wo wir sozusagen unbeschädigte und beschädigte gesondert entgegennehmen. Mhm. Und der Mitarbeiter muss immer wieder schauen, und da haben wir ja vorgerichtet, mehr oder minder, dass die Pole abgepickt werden. Das ist eine ganz wichtige Das heißt, bevor sie weiter verpackt werden, zur Behandlung zu kommen, zum Recycling zu kommen, muss man die Pole abkleben, damit sie nicht miteinander reagieren können im Sammelbehälter. Richtig, also sagen, es ist eine ganz wichtige Maßnahme. Wir machen zwar Öffentlichkeitsarbeit, dass das die Bevölkerung von sich aus macht, aber das wird nicht so angenommen, muss man dazu sagen. Ich glaube, es weiß vielleicht auch nicht jeder, wo die Pole von einer Batterie sind. Das halte ich für möglich, dass die Bevölkerung vielleicht zum Teil ein bisschen überfordert ist damit. Man macht Fotos und zeigt, wie das ausschaut, wo die Pole sind, aber es ist trotzdem, ich glaube, da ist noch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Das nächste Problem, was wir haben, es landen immer noch sehr viele Lithium-Ionen-Akkus im Restmüll, und das ist natürlich eine ganz schlechte Entsorgungsform. Also ich glaube, aus zwei Gründen schlecht. Einerseits, weil sehr viele Schadstoffe in einer Batterie drinnen sind, die nicht in die Natur gelangen sollen, und andererseits, weil die ein hohes Brandrisiko haben. Richtig, also immer wieder gibt es Brände bei Müllbehandlungsanlagen. So. Das ist natürlich schon, und da entstehen enorme Schäden. Also. Hier werden alle, so sei es jetzt Säuren, Laugen, sei es Werkstättenabfälle, werden sozusagen hier entgegengenommen, und auch hier das Gleiche. Der Mitarbeiter, wie gesagt, wenn Zeit ist, wird es einfach da von hier praktisch in den Problemstoffraum dann hinein richtig entsorgt, in die richtigen Behälter gegeben. Das heißt, der Anlieferer, die Bevölkerung kommt einfach, tut in diese zwei Behälter alles hinein, genau, was ein Problemstoff ist, angefangen von Lacken über Öle, über Putzmittel, Medikamente. Ja, Medikamente ist bei uns kein Problemstoff, das sage ich dann später. Mhm. Also von Lacke, Spraydosenvolle, bis hin Spritzmitteln, kommt da her und wird dann, wie gesagt, fachgerecht nach hinten entsorgt in die richtigen Behältnisse. Okay, also das überlassen Sie nicht der Bevölkerung zu wissen, was das genau ist, sondern das machen dann Mitarbeiter vom Ressourcenpark, die da besser geschult sind. Die sind geschult, das ist auch wieder ein großer Vorteil von Ressourcenparks, dass hier professionelle Mitarbeiter sind, die ihre Schulungen haben und 40 Stunden die Woche einfach hier Dienst machen, damit sie eine tagtägliche Praxis haben. Weil früher in den Gemeinden war vielleicht einmal im Monat offen, 2-3 Stunden und ja, mehr. Und da war nie mehr so eine richtige Praxis. Haben wir die Sammelboxen für Elektrokleingeräte. Und auch für Kabel. Kabel fällt sehr viel an, muss man ehrlich sagen. Bedauerlicherweise, weil es werden hier Dinge entsorgt, wo ich frage, warum man sowas wegschmeißt, ob man das nicht anderswertig verwerten kann. Weil wenn ich Elektrodrähte, fast neu praktisch da wegwerfe, fragt man sich echt, ob das zu billig ist, das Material.
Das sind vermutlich Überbleibsel von Ausbau. Von Installationen, ja richtig. Ja, ja. Ja. Aber da sind also ganze frische, neue, sozusagen fast sozusagen aus dem, sozusagen gekauft, man werden da eins zu eins entsorgt, ohne dass da vielleicht irgendwann einmal da Installation stattgefunden hat. Also das ist das Problem. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir die Bildschirmgeräte, die dann hinten, wie gesagt, zur Abholung bereitgestellt werden. Kommen wir zu einer kleinen Sammelstelle. Auf die wir stolz sind, weil hier mehr oder minder gesagt, ein bisschen eleganter auf gut Deutsch, sozusagen, also Gerätebatterien gesammelt werden, Medikamente, die Nespresso-Kapseln, CD-Hüllen und CDs selbst. Darf ich fragen, weil CD-Hüllen und Kompaktdisk-Sammlung, was passiert damit? Die CD-Hüllen kommen zu den Hartkunststoffen, die wir dann draußen auf der Rampe sehen werden. Die gehen also zu einer Firma, die das auch mehr oder minder diese Hartkunststoffe aufbereitet und zu einem Regenerat einfach verarbeitet. Die CDs werden, es ist eine Kooperation von verschiedenen Altstoffsammelzentren in der Steiermark. Die gehen jetzt sozusagen nach Hartberg, werden dort gesammelt und von dort, wenn sie dann, wenn dort ein LKW-Zug bereitgestellt wird, gehen die nach Deutschland aus und zur Wiederverwendung, weil da wird das Silber dann herausgewonnen. Wir haben auf unserer Tour durch den Ressourcenpark jetzt noch jemand anderen Interessanten getroffen, und zwar den Alfred Berler, den Geschäftsführer vom Abfallwirtschaftsverband Feldbach. Warum bist du da und was plant ihr in Feldbach? Naja, warum ich da bin, ist ganz einfach. Auch Feldbach muss sich weiterentwickeln in der Abfallsammlung oder in der besseren Abfalltrennung. Und wir planen auch so einen Ressourcenpark, wie Leibniz eigentlich schon vorbildlich hat. Und dazu bin ich da und wir schauen uns das mit Kollegen an. Was für uns ganz wichtig ist, ist natürlich auch, dass man nicht nur Abfälle sammelt, sondern auch trennt und vor allem vermeidet. Und was auch ganz wichtig ist für uns, ist auch der Reuse-Bereich. Dass man nicht immer nur hinten anfängt, einfach bald, dass man wirklich vorne beginnt, vielleicht Vermeidung und verspürt. Wir merken in der Abfallwirtschaft, das ist immer mehr und mehr vom Abfall. Aber dass wirklich Reuse und Wiederverwendung auch groß schreibt. Und das wollen wir in Feldbach auch machen. Und komplett so ein Ressourcenpark, und der durch den planen wir und ja, das bin ich eigentlich. Wir befinden uns hier im Außenbereich des Ressourcenparks. Hier werden alle Fraktionen gesammelt, jetzt zwar über Dach, aber nicht in einem Raum, in einem beheizten Raum, sozusagen im Winter beheizten Raum gesammelt werden. Ich bitte dich jetzt einfach, Josef, dass du uns da im Kreis führst und uns zeigst, was hier angeliefert wird von der Bevölkerung und in welcher Form. Hier kann man sagen, werden die Schwerfraktionen gesammelt auf dieser Rampe. Und der große Vorteil ist, dass die Rampe komplett überdacht ist. Und das ist natürlich bei Schlechtwettertagen, Regentagen, wenn es schneit, der große Vorteil, dass wir einfach der Anlieferer im Trockenen bleibt und damit, wie gesagt, ja, auch an Tagen die Anlieferung möglich ist, wo ein schlechtes Wetter ist. Das hat sich einfach wirklich als großen Vorteil herausgestellt. Wir haben also einen, das ist auch phänomenal natürlich durch die Öffnungszeiten des Ressourcenparks, kommen auch sehr viele Kartonagen, die sonst normalerweise zu Hause in die Papiertonne kommen. Gell? Das heißt, es muss nicht mehr nachsortiert werden, was da in diesem Kartonagen-Container landet, sondern das ist schon eine ganz bestimmte Art von Altpapier sozusagen, mit der der Recycler sofort
etwas anfangen? Mit dem, wie gesagt, es gibt ja auch in Österreich, wieder sagen, die Verpackungsverordnung, und das, dann werden also die Kartonagen gesondert gesammelt. Auch da das Gleiche wie bei den Bildschirmgeräten und bei den Kühlgeräten. Es wird beim Einkauf, die Entsorgung schon mitbezahlt. Und wir kriegen also ein Entgelt für die Serviceleistung, dass wir das sagen, die Behälter, also die Kartonagen übernehmen. Und so wie ich das jetzt sehe, ist auch hier eine Müllpresse drinnen, die das Ganze auf ein kleineres Volumen zusammenpresst. Das ist ganz wichtig, also sagen, weil ich sage, wir haben da ungefähr 250 Tonnen im Jahr, sagen, fällt an Kartonagen an. Und es kommt so viel an Kartonagen, dass sozusagen dieser Einwurfbereich einfach zu klein ist. Da kommt es immer wieder sagen, zu Stau. Mhm. Und jetzt haben wir schon jetzt eine andere Adresse angeschafft, die dann einen größeren Einwurfbereich hat. Ganz stolz bin ich, muss man ehrlich sagen, wenn man jetzt zu den Hartkunststoffen geht. Alles, was da gesammelt wird in diesen Hartkunstcontainern, also Abkunststoffcontainern, ja. Diese 80 Tonnen, von denen du geredet hast, das ist vorher im Restmüll verblieben oder im Sperrmüll? Das war früher im Sperrmüll. Mhm. Das wird auch spannend werden, wie gesagt, wenn man uns dann vorne anschaut, die Sperrmüllcontainer, weil dann kommen wir da vier zu den Sperrmüllcontainern. Also wie gesagt, das ist früher im Ding gelandet, im Sperrmüll, und jetzt wird das gesondert, mehr oder minder gesammelt, das heißt, und geht in die stoffliche Verwertung vor, es ist in die thermische Verwertung. Wollte gegangen. Ich gerade fragen, also ja. Früher mal, wie es gemeinsam mit Sperrmüll gesammelt wurde, kam es in die Verbrennung, ja. Und jetzt wird es tatsächlich recycelt. Jetzt wird es tatsächlich da stofflich verstärkt. Durch die bessere Auftrennung des Sperrmülls in verschiedene Fraktionen wurde der Anteil an Sperrmüll um ca. 46% gesenkt. Das ist schon eine gewaltige Leistung, muss man ehrlich sagen. Gell? Welche Arten von Sperrmüllfraktionen sammelt ihr? Man sieht ja da, man hat da also so Polstermöbeln, Matratzen, alles, was halt nicht im Prinzip in die Restmülltonne geht, kommt dann daher als Sperrmüll. Es wird hier unterteilt in Matratzen, Polster, Garnituren, Bodenbelege, Teppiche, Hartschaumplatten. Und das ist früher zum Beispiel gemeinsam mit Holzabfällen gesammelt worden im Sperrmüll, oder? Ja, nein, wir haben schon immer eine gesonderte Holzsammlung gehabt. Nur es war früher eine gemeinsame Sammlung zwischen stofflich verwertbarem Holz und thermisch verwertbarem Holz. Und hier, was da trennen wird, also so auf einer Seite das stofflich verwertbare Holz und auf der anderen Seite das thermisch verwertbare Holz. Die Aufteilung ist ungefähr so, 2/3 stofflich verwertbar, ein Drittel ist dann thermisch verwertbar. Was ist an einem Holzabfall speziell, dass er stofflich nicht mehr verwertet werden kann, sondern nur mehr thermisch? Was für Arten von Hölzer sind das? Grundsätzlich sagt man dazu Außenholz. Also sprich, wenn etwa ein Gartenzaun, der lackiert ist, also alles, wo man eventuell ein Schadstoff dabei sein kann. Also schadstoffbehaftetes Holz, das ja. mit Lacken etc. Mit Lacken, behandelt ja. worden ist. Und den muss man dann mehr damit das thermisch verwerten. Also. Das heißt, die Kunden und Kundinnen liefern hier an und die Ressourcenpark-Mitarbeiter sagen den Leuten dann,
wenn Sie selber nicht wissen, um welche Art von Holz es sich handelt und in welchen Container es gehört. Genau, richtig. Also da, das ist eine ganz wichtige einfach Funktion der Mitarbeiter, dass der dann einfach den Anlieferer dann unterstützt, wie gesagt, wo etwas dann hingehört. Und die Bevölkerung ist ja sehr aufmerksam, weil sie sagt, ja, das ist ja ein Holz aus dem Innenbereich, wo muss ich das jetzt in den Außenbereich gehen können? Und wir werden also sagen, die Tafeln umgestalten und sagen, also nur mehr praktisch Altholz stofflich verwertbar und Altholz sozusagen mehr oder minder thermisch verwertbar. Das heißt, es findet sowas wie eine Schulung, eigentlich eine ständige Schulung der Bevölkerung statt, wenn sie hier hereinkommt, wo man sagen kann, sie kriegen mehr Bewusstsein für ihre Abfälle, weil sie es ja selber hier trennen, weil sie sich über solche Sachen dann auch Folgegedanken wahrscheinlich auch machen. Was ist ein stofflich verwertbares Holz, was ist ein thermisch verwertbares Holz? Und es findet also insgesamt sozusagen eine Bewusstseinsbildung für Ressourcen, für Abfälle, hoffentlich auch für Abfallvermeidung statt. Also ich sage immer, ein Ressourcenpark ist im Prinzip eine Bildungseinrichtung. Es ist schon ein Lernort. Ja. Das ist auch ein wichtiger Prozess, das Niederdrücken der Behältnisse. So, wir sind jetzt im nicht überdachten Bereich vom Ressourcenpark. Wie man sieht, werden hier Baurestmassen, mineralischer Bauschutt gesammelt. Was gibt es dazu zu erzählen? Dazu ist, dass der mineralische Bauschutt also so stofflich aufbereitet wird, wird gemahlen und so weiter und kommt dann also als Untergrundmaterial zur Wiederverwertung. Das heißt, auch das, was wir hier sehen, kommt wieder in ein Recycling? Das kommt wieder in ein Recycling, richtig, ja. Und wir haben also die Baurestmassen, das muss man ehrlich sagen, kommt sozusagen auf eine Deponie und ja, wird dort einfach gelagert, entgelagert. Also das, was man nicht recyceln kann, kommt derzeit auf Deponien? Genau. Wir werden aber auch schon Dinge angedacht, wo man sagt, okay, ob man da nicht auch einen größeren Anteil in eine Wiederverwendung bringen kann oder Wiederverwertung. Da ist ja jetzt mit freiem auch schon ein paar Sachen da drinnen, die interessant werden für Wiederverwendung. Diese ganzen Blumentöpfe, aber es sind halt sehr, sehr viele, glaube ich, die angeliefert werden. Werden viele angeliefert, aber es werden natürlich auch Blumentöpfe. Die sind immer Dinge, wo man auch ehrlich gesagt immer wieder regelmäßig nach hinten schauen muss. Wo man dann sozusagen Dinge so wie ein Geschirr herausholt, gehen man eben auch Blumentöpfe, gehen man. Also wenn Zeit ist, schauen wir immer regelmäßig, überprüfen wir, ob nicht Dinge da drinnen abgelagert wurden, die man nicht wiederverwenden kann. Die man dann doch in den Reuse-Shop bringen genau. kann. Das ist so, man, dass natürlich das auch wieder ein Prozess sein wird, gehen man, dass man sagt, okay, den Leuten beizubringen, gehen man. Schaut mal, man ist es, überlegt sich, ist das nicht so wieder zu verwenden für den Reuse-Shop. Das gleiche haben wir, wenn man heute hernimmt, also Gläser und so weiter, landen teilweise auch noch im Flachglas, wobei die super Gläser werden, die man einfach wieder verwenden könnte. Ja. Das heißt, da ist einfach noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Da ist sicher noch Aufklärungsarbeit notwendig, richtig. Also dass man die Bevölkerung so im Detail darüber aufklärt, wirklich mit Beispielen wahrscheinlich, was kann ich alles im Reuse-Shop abgeben und muss ich nicht auf den Container schmeißen. Gut, hier Baum- und Strauchschnitt. Ja. Ja. Was passiert damit? Damit, wie gesagt, das wird einmal in der Woche abgeholt. Da ist natürlich der Radlager Goldes wert, weil wenn dann natürlich, so wie heute, nach einem Anlieferungstag, die Dinge da weit vorne sind, werden dem Radlager nach hinten geschoben, damit wieder Platz geschaffen wird für die nächsten Anlieferungen. Verstehe. Mhm. So da in der Ecke sieht man das vielleicht, wo schon mal zusammengeschoben worden ist. Genau. Okay, das heißt, hier bringen die Leute ihre Gartenabfälle her. Grünschnitt, Baumschnitt, Strauchschnitt und das wird von einem Kompostierer abgeholt und der macht daraus wieder Komposterde. Danke. Was wird in dem Bereich des Ressourcenparks noch gesammelt? Hier werden noch das Alteisen und die Elektrogroßgeräte gesammelt. Beim Alteisen ist der große Vorteil beim Ressourcenpark, dass wir also eben, wie gesagt, größere Mengen haben.
obwohl wir sozusagen die Nicht-Eisenmetalle herausholen. Man hat es ja vorhin gesehen in der Sammelhalle, wird extra gesammelt, bekommen wir sozusagen einen höheren Erlös für das Alteisen als früher in den Altstoffsammelzentren, wo wir kleinere Mengen gesammelt haben. Weil es einfach für den, der es übernimmt, die Transportkosten geringer sind, wenn er größere Mengen nehmen kann? Oder wie erklärt sich das? Natürlich, weil da fährt er mit dem Hängerzug weg und damit hat er natürlich Transportkilometer gespart. Und auch hier die bessere Vorsortierung, weil er spart sich mehr oder minder auch auf dem Gelände, sagen in der Firma, die Sortierkosten dann. Okay, also das ist schon dadurch, dass ihr in der Halle bestimmte Arten von Metallen sammelt und da heraus und nur mehr das Alteisen, ist es schon so weit vorsortiert, dass es den Recycler so wie es ist nehmen kann und verwerten kann. Verwerten kann, richtig. Also okay. Und dadurch ist das ein großer Vorteil für den Verwerter. Und dadurch aber wieder für den Ressourcenpark und die Gemeinde höhere Wertstofferlöse erzielt werden können. Richtig. Kannst du uns kurz erklären, was es mit dem Transporter auf sich hat, der offenbar der AWV Leimlitz gehört und zum Ressourcenpark gehört? Was wird damit gemacht? Wir haben den Transporter angekauft, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, wenn er zu Hause kein Fahrzeug hat, aber auch eine Abfülllösung also anbieten kann, dass er diesen Fahrzeug zu Hause kann. Ist das kostet das was? Das kostet halt also 4-2 Stunden. 15 Euro, das ist eine Art Versicherungsgebühr. Das ist wirklich wenig. Also das ist praktisch gefördert von der Gemeinde. Vom Verband. Ja. Das wird auch sehr gut in Anspruch genommen. Also man kann sagen, also pro Woche sind 10 zum Entleihung, die da vorgenommen werden. Das gehört zum Ressourcenparkkonzept, haben das alle Ressourcenpark? Das gehört zum Ressourcenparkkonzept, dass man sagt, okay, in jedem Ressourcenpark wird so ein Fahrzeug, das ja nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Okay, das ist toll, also auch wenn man große, sperrige Sachen hat, die man jetzt in seinen kleinen Wagen nicht reinkriegt, kann man sagen, kann man den richtig, also mal Grünabfälle, kann man so einen Sturm mal reingeben und dann halt kurz reingeben. Für wenig Geld. Mein Name ist Kevin Singer, ich bin vom Kompetenzzentrum in Leimlitz. Wir sind ein sozialökonomischer Dienstleister und bilden beeinträchtigte Teilnehmer aus. Teilnehmer jeden Alters, bei uns fangen sie an, können mit 15 anfangen, endet mit 64 und sie können quasi mit uns in Pension mitgehen. Also wir haben generell im Kompetenzzentrum in Leimlitz selber auf unserem Standort mehrere Werkstätten. Wir haben eine Kfz-Werkstatt, einen Gartenbereich, eine Küche, eine Tischlerei und da werden sie dann vorbereitet aufs Berufsleben. Okay, und hier im Reuse-Shop im Verkaufsbereich? Dann. Genau, wir haben mehrere Projekte laufen. Es ist ja nicht nur, dass wir mit beeinträchtigten Teilnehmern arbeiten, sondern wir haben auch mit einem AMS zusammen ein Projekt laufen. Verstehe. Aber das ist separat mit dem jetzt. Ja. Wie funktioniert das da? Wie kommt ihr zu Reuse-Waren, die dann hier gekauft werden können? Also kommen wir prinzipiell ganz normal über die Rampen oder über die Leute selber. Unsere Leute sind ständig draußen unterwegs, natürlich auch mit den AWV-Leuten zusammen. Also wenn wir nicht alles sehen, schauen sie, sie stellen uns dann irgendwo auf die Seiten oder kommen sogar runter damit und wir nehmen es dann entgegen. Mittlerweile kennen uns die Leute schon, sie wollen die Sachen ja selber nicht wirklich wegschmeißen. Sie sind wirklich froh, dass es auch weiterverwertet wird. Das zum Glück ist die moderne Zeit, dass da jetzt ein Hype um das Ganze ist. Das ist eigentlich perfekt. Und was für Art von Materialien oder welche Gegenstände nehmt ihr oder gibt es was ihr nicht nehmt? Da prinzipiell nehmen wir keine zu sperrigen Möbelstücke. Also alles, was zu groß ist. Wir haben da leider jetzt nicht die Größe. Wir haben zwar draußen auch ein bisschen mitangestellt, aber wir müssen ein bisschen einfach auf Ordnungsbild achten, dass es ein bisschen zusammenpasst. Ja, was macht ihr eigentlich mit Waren, die nicht verkauft werden können? Wenn jetzt irgendwas ausgesammelt wird oder zu euch gebracht wird von einem Ressourcenparkkunden und ihr stellt es da ins Regal und dann merkt man halt einfach irgendwann, es kauft niemand. Was passiert damit dann? Das kommt immer auf den Gegenstand selber drauf an, sage ich mal. Wir haben ja etliche Kinderspiele gehabt, ob Brettspiele, die Schachspiele oder wie auch immer, von 0 bis 4 oder 5 Jahren. Da haben wir dann wirklich den ganzen Kindergarten in Leimlitz austeilt. Also wir wollten es da nicht wegschmeißen, weil es so viele Spiele waren. Und wir haben es dann dem Sumsi-Kindergarten gebracht, weil das von unserer Kompetenz aus der erste Kindergarten ist. Ja. Und alles so sperrige Trimmer oder was, werden dann wirklich entsorgt. Ich habe mir gedacht, dass nachdem die Leibnitzer seinerzeit
das ASC Leom, das ich entwickelt habe, angeschaut haben. Schau einmal, wie sich das Neue da entwickelt hat. Ich bin total begeistert. Also es ist übersichtlich gestaltet, es ist sauber in der architektonischen Ausführung und ich glaube, es ist ein Vorbild für viele andere. Der Ressourcenpark ist für ca. 32.000 Einwohner, die dort direkt anliefern. Mhm. Und das Einzugsgebiet hat etwa 85.000. Wir haben so zwischen 300 und 400 Anlieferungen im Schnitt pro Tag. Mhm. An Spitzentagen bis zu 600 Anlieferungen. Also wir sammeln sozusagen 80 Fraktionen. Nicht gesammelt wird zum Beispiel Munition, das ist so exotisches. Natürlich sammeln wir auch keine Feuerwerkskörper. Aber sonst wird sozusagen eigentlich alles gesammelt im Ressourcenpark, mhm. was sozusagen eigentlich in einen Haushalt anfällt. Der Ressourcenpark wird einerseits bezahlt über die Gemeinden, über die Müllgebühr, mhm. das sind etwa 16 Euro pro Einwohner und Jahr. Ein zweiter Finanzierungsteil sind die Erlöse aus den Altstoffen, aus den mhm. Wertstoffen. Und der dritte Teil ist, wo die Bürger etwas zahlen für die Entsorgung von Altreifen von XPS-Platten. Wir haben im Internet gesehen, dass es bei euch auch manchmal so jahreszeitlich, glaube ich, Sammelaktionen für bestimmte Abfälle wie Silofolien, Grünschnitt und so gibt. Was hat es damit auf sich? Grundsätzlich sind wir in keinem Kerngebiet, wo Silofolien in Massen anfallen. Mhm. Und wenn wir jetzt über das ganze Jahr einen Behälter hier hätten, sind das Kosten. Um diese Kosten zu minimieren, haben wir gesagt, in bestimmten Bereichen, wo wir wissen, da fallen Silofolien an, stellen wir einen Behälter in den Ressourcenpark und dann können die Landwirte anliefern. Saisonal sozusagen. Saisonal, richtig. Wem gehört der Ressourcenpark? Wer betreibt ihn und wem gehört er? Grundsätzlich betreiben tut das der Abfallwirtschaftsverband Leibnitz. Und der Abfallwirtschaftsverband ist ein Zusammenschluss aller 29 Gemeinden im Bezirk. Ist es angedacht, dann zum Beispiel in andere Reuse-Shops von dem Bezirk Leibniz Waren weiterzuleiten? Das ist natürlich gedacht, nachdem die Kompetenz, die den Reuse-Shop da in Leibniz betreibt, auch die anderen betreiben wird, mhm. ist natürlich natürlich vorgesehen, dass die mehr oder minder untereinander einfach das austauschen wird. Mhm. Weil ich nehme stark an, dass zum Beispiel hier in der Stadtgemeinde Leibniz ein anderes Klientel ist. Zum Beispiel, wenn ich das sehe in der Weingegend, dort wird sicher ein anderes Warensegment vielleicht gefragter sein. Mhm. Okay, also das heißt, also die sozialökonomische Organisation, die den Ressourcenpark hier im AWV Leibniz, also im Ressourcenpark Leibniz betreibt, die wird auch in den anderen drei Ressourcenparks den Rios schon betreiben. Ja, richtig, also die hat sich bereit erklärt, das weiter zu betreiben und sie freuen sich darauf schon auf den nächsten Ressourcenpark, weil, wie gesagt, wir sehen, dass das einfach eine tolle Einrichtung ist. Wunderbar, super. Mhm. Ich danke fürs Gespräch. Bitte.